Xylatum. Revenge. Ja. Und damit, ja, sei gegrüßt, meine lieben Zeigegnome-Hobbits und Elodum, zu einem neuen Let's Play live auf Twitch und später in den Stream auf YouTube mit Zwergefürst. Wir spielen Revenge. Ja. Ein Spiel mit 100 Endings. Im Pixel-Stil. Das passt so. Ja, passt. So, automatischen Speicherplatz. Nehmen wir den hier und starten dann das Spiel. Wir laden. Revenger. Jahr 1, Tag 1. Alles begann wie ein ziemlich normaler Tag in Tims Leben. Aha. Drück mal eine Taste. Und legen los. Und wir spielen den kleinen Tim hier an dem Haus. Wir spielen hier den Tim und erleben hier unser Abenteuer. 100 Abenteuer am Stück. Jetzt nicht am Stück. Ich habe das die Tage über, die Streams über. Ich bin da eventuell schon ein bisschen gespoilert von. Ich habe Zombies, Parts davon gesehen. Ist schon ein Weilchen her, seit ich die Parts gesehen habe. Und ich habe ein Kurzzeitgedächtnis von. Ja, keine Ahnung, ich bin bekloppt, ich habe das meiste wahrscheinlich schon vergessen. Revenge, ein kleines Spiel, den Weg haben wir gerade gesehen, ein kleines Indie-Game. Ja, im Pixel-Stil, 8-Bit, so wie mein Avatar hier auf Twitch und auf YouTube. Ja, und ich rede hier nur ein bisschen, weil ich das erste Achievement schon weiß, dass das wichtig ist, damit ich mich, das ist das erste, was ich noch im Kopf behalten habe, deswegen möchte ich das jetzt erstmal hier abwarten. Dann werdet ihr es wahrscheinlich gleich selbst sehen. Dazu muss man eine Weile einfach so einfach rumstehen, AFK sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Kann man noch ein bisschen reden. Kann man ein bisschen. Und wenn sich mal jemand bemühen würde, im Chat dann dabei zu sein. Okay. Ich sehe gerade, ich habe jemanden im Chat, der heißt Revenger Bots. Das ist, ja. Hoffentlich jetzt kein Bot, kein echter Bot. Das wäre jetzt scheiße. Ja. Ach so, das wird der Revenge-Bot sein. Ich bin dumm. Das ist genau der, der jetzt, wenn es Join dann eingibst, dann könnte er dann mit dem. Ja, da haben wir das erste Ending. Es scheint, als wäre jemand gegangen, um das Spiel anzuhalten. Und angemessene Fürsorge und Abenteuer starb Tim bald. Ich hoffe, deine kleine Pause war gut. Jemand ist an deinem kleinen Plausch und deiner Pipi-Pause gestorben. Weg vom Königreich. Genau, da haben wir das Ende 59 von 100. Ja, das passiert einfach, wenn man ein bisschen mit dem Chat interagiert oder wenn man halt irgendwann mal ein bisschen. Also da haben wir schon das erste Ending. Eine Errungenschaft. 96, oh, 85, nicht alle Helden haben das geschafft. Ja, 1 Tag 15. Aus der Asche deiner Schuld wurde ein neuer Held geboren. Ashs Haus. Okay. Wir sind ein Asche-Monster. Ist ja lustig. Guten Morgen, Ash. Der König wartet drinnen auf dich. Okay, dann machen wir. Den Rest will ich jetzt einfach mal erleben. Der dunkle Lord hat die Prinzessin zu seiner Festung im Osten gebracht. Schnappt das legendäre Schwert im Westen und erfüllt sein Schicksal. Ash. Backseat Gaming nicht zu sehr in den Kommentaren, bitte. Also, es spoilert mich zu sehr. Einiges habe ich schon gesehen, aber ich weiß nichts mehr. Also, ich werde es einfach mal spielen. Einiges neu entdecken wollen. Okay, wie springt man denn hier eigentlich? Wie ist die Steuerung? Und die springen muss man doch können. Okay, ich muss mir die Steuerung vielleicht erstmal nochmal angucken. Controller. Pfeiltasten Z und X.
Ah, okay, mit Z springt man. Bitte, Ash, eilt euch und bringt meine Tochter zurück. Nehmt diesen Gegenstand mit euch, auf eure Reise zu schützen. Okay, ja, die Truhe dort oben. Erhältst den Heldenschild. Oha. Können wir Captain America machen. Und die X können wir wahrscheinlich angreifen. Ne, können wir leider nicht mit dem Schild angreifen. Oha. Entschuldige, Ash. Wir haben die Brücke hochgefahren, um Angriffe der dunklen Armee zu verhindern. Ich kann dich nicht ohne Wasser und Waffe passieren lassen. Okay, wir müssen uns jetzt mit einer Waffe holen. Okay, im Westen. Was meinst du aus? Westlippe. Können wir die bekämpfen? Kleine Wache hier. Nee, können wir nicht. Ah ja, hier haben wir übrigens Höhle der Legende. Also falls jemand will, sagt er Bescheid im Chat, dann das funktioniert ja so. X müsste ich glaube ich machen. Der Webcam mache ich gerade sowieso nicht. Streamer Mode. Ash hat die Heldenagentur angerufen, um einen Ersatz zu finden. Also ich gebe Ausrufezeichen Join in den Chat ein, um einen Anruf anzunehmen. Das würde dann so funktionieren, wenn Leute da wären. Dann könnten sie jetzt hier einen Join eingeben. Probier mal, ob es was funktioniert. A, Zwergenfluss der B. Der ist jetzt hier, das bin ich selbst. Okay. Zwergenfürst LP ist der neue Held des Königreichs, ja. Sehr gut. Und jetzt würde ich, wenn ich jetzt hier schreiben würde. Dann würde sowas hier passieren. Dann könnte man im Chat erzählen, dass der eine ausgewählt und so würde dann, wenn mehrere dabei sind, durch Zufall passieren. Ja. Passiert also jetzt nichts weiter, wenn ich nicht schreibe. Das ist so. Spielsteuerung erstmal kapieren. Holen wir uns das Schwert, würde ich sagen, oder? Dann brechen wir uns das Abenteuer auf. Falls wir nicht irgendwo anders sterben und ein Ending hervorrufen. Es ist gefährlich, allein zu gehen. Nimm das. Schwert der Legende. Leicht wie der Wind in den Händen eines würdigen Helden. Lass das Gewicht der Gerechtigkeit auf die Mächte des Bösen fallen. Ah ja. Du hältst das Schwert der Legende. It's dangerous to go alone, take this. Kleine Zelda-Anspielung. Ah, okay. Okay. Ending gemacht. Zwengfürst LP wollte unbedingt sein neues Schwert ausprobieren. Er konnte es kaum erwarten, dass seine Schärke des Bösen auftaucht und erstach den Ältesten am anderen Ende der Höhle. Er hat auch seine Brieftasche gestohlen. Was für ein Idiot. Mein Name steht dann auch im. Ja, es ist gefährlich, in der Nähe von Zwergenfürst LP zu sein. Das steht dann, dass ihr seid dann auch der Held. Also ihr könnt ihn nicht steuern, aber ihr könnt schreiben und ihr könnt dann in dem Ending vorkommen. Angeschafft 1. Ah, direkt das erste. Nur 94, was ist los mit euch? 94,84 Helden sind so weit gekommen. 5%.
Sandfrist LP verbrachte eine lange Zeit im Gefängnis für diesen Mord. Nachdem er wieder auf der Straße entlassen wurde, überlegte er, seinen Namen im Optionsmenü zu ändern, um seine persönliche Marke zu verbessern. Jahr 5, Tag 19. Das können wir direkt mal machen. Okay, ja, hier aktuelle Held. Gibt man dann hier Zwergi. Ist komplett anders als Zwergis Haus. Zwergi ist der neue Held des Königreichs. Komplett anders. Kann ich hier noch den Skin ändern? Name des Helden. Okay. Skin können wir wahrscheinlich erst später. Jetzt bin ich erstmal Ash. Der Asche-Charakter. Oh nein. Wo war ich das Schwert? Das muss ich erst abholen. Ach, jetzt, weil ich einen umgebracht habe, sind die aggressiv. Weil die gesehen haben, dass ich das töten kann. Dass ich gemeingefährlich bin. Greifen die auch an oder was? Weil ich den einen schon getötet habe, den Wächter des Schwertes. X. So, nee, diesmal nicht. Diesmal töten wir den Weisen nicht. Na, wer greift nicht an? Ey! Ey, 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 ey! Okay, es gibt kein Ending. Das wundert mich aber sehr. Okay. Das ist einfach nur ein Ding, kann man töten. Den nicht. Zwergi entfernt das legendäre Schwert aus dem Stein, nur um es in eine freundliche Wacht zu stecken. Er wurde verhaftet und öffentlich hingerichtet, unter dem Vorwurf, ein Arschloch zu sein. Staatsfeind. Ende 4 von 100. Sehr schön. 91%. Was ist mit 10% der Spielern passiert? Haben die aufgehört zu spielen? Das frage ich mich bei jedem Spiel, wo die Achievements irgendwie. Haben das kurz eingeschaltet und aufgehört zu spielen? Oh! Ich hab ein Link-Outfit. Das Legend of Zelda-Outfit. Ich bin Zelda. Also, wenn jemand mitspielen kann, da hinten ist das Link. Jetzt alle The Legend of Zelda Fans triggern. So Zeldas Haus. Jupp. Jetzt holen wir uns nochmal das Schwert. So. Habe ich das Schwert gar nicht mehr? Das kann ich gar nicht mehr nehmen. Das ist ja Mist. Man muss selber sich ein neues Schwert besorgen. Wo ist denn das Schwert? Ach, das steckt noch in der Wache drin. Na toll. Das ist das Schwert der Legende. Okay, kann ich den König ermorden? Bestimmt. Das kann ich. Naheliegendes Ende. Guten Tag, König Zelda.
als der vorherige Herrscher seine Amtszeit beendet trat, das Königreich in eine Ära des Wohlstands ein. Ziemlich kurz, da die Idee von Zelda schnell populär wurde. Stimmt. Königsmörder. Ende 5 von 100. Nur 1,1% aller Helden sind so weit gekommen. 2 Jahre später. Jahr 7, Tag 27. Zelda, der Kurzweilige, hatte sich von der Verletzung des Mordversuchs erholt. Um sein Leben zu schonen, schwor er dem neuen König Loyalität, sehr zu seiner Demütigkeit. Okay, das Schwert steckt jetzt wahrscheinlich im König. Dafür müssen wir unseren Namen... was? Ich bin immer Stein gestolpert. An diesem Tag stolperte Zelda direkt nach dem Verlassen seines Hauses über einen Felsen und fiel direkt auf sein Gesicht. Die Wache vor ihm fragte sich, ob dies tatsächlich der Held war, den das Königreich brauchte. Shit happens. Das wusste ich nicht. Ending 2. 87,17%. Alle Helden sind so weit gekommen, sind gestolpert. So ein blöder Sturz. Jahr 7, Tag 27. Das Gesicht von Zelda sah flacher aus als zuvor und das sagte wirklich etwas aus, wenn man mehr bedenkt, wie pixelig es bereits ist. Es wird nächstes Mal besser aufpassen, wenn es nach draußen geht. Bin ich wohl bisher mal drüber gestolpert.